Jeder zieht sie damit auf, das ist Königin Camillas sympathische Macke. Auch eine Königin beschäftigt sich mit ganz trivialen Dingen. Das verrät Queen Camilla jetzt bei einer Literaturveranstaltung im Clarence House. London, sie glänzen mit Orden und Tiara, hüllen sich in edle Outfits und wohnen in Palästen. Doch was machen die Mitglieder der britischen Königsfamilie eigentlich, wenn sie mal unbeobachtet sind? Einen kleinen Einblick gab jetzt Königin Camilla, 76. Als sie im Clarence House das 30-jährige Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation Literacy Trust feierte, eine Stiftung, die Kinder zum Lesen ermutigt. Regen oder Sonnenschein? Königin Camilla besessen vom Wetter-Apps. Königin Camilla ist Schirmherrin der Organisation und begrüßte freiwillige Helfer und zahlreiche Schriftsteller bei der Veranstaltung. Darunter auch Francesca Simon, 69, Autorin der Kinderbuchreihe Henry der Schreckliche. Und die plaudert gegenüber Express aus dem Nähkästchen, über welches, nur allzu britische, Gesprächsthema sie sich mit der Ehefrau von König Charles III. 75. ausgetauscht hat. Wir lachten über unsere gemeinsame Liebe zu Wetter-Apps. Sie erwähnte, dass es in Frankreich, wo ich heute sein sollte, geregnet habe. Und ich sagte ja, ich weiß, so Francesca Simon. Sie sagte, jeder ziehe sie damit auf. Ich sehe mir auch das Wetter in verschiedenen Teilen der Welt an, und sie genauso, also lachten wir über unsere gemeinsame Besessenheit. Breite Zustimmung für Königin Camilla nach Jahrzehnten der Ablehnung. Eine sympathische Vorstellung, stellt man sich Königin Camilla vor, wie sie auf der heimischen Couch am Handy die Wetterlage checkt. Nach Jahrzehnten der Ablehnung zählt Camilla inzwischen allerdings sowieso zu den beliebtesten Royals. Es muss befriedigend sein, breite Zustimmung, sogar Zuneigung, von einer Öffentlichkeit zu erfahren, die sich einst gegen sie als Ehebrecherin und andere Frau verschworen hatte, die Diana so unglücklich gemacht hat. Betont Royal-Expertin Jenny Bond, 73, gegenüber dem OK Magazin. An Charles' Seite ist Camilla in ihrem Element. Und auch wenn König Charles aktuell durch seine Krebserkrankung ausgebremst wird, stehen für ihn und Camilla regelmäßig kleinere und größere Reisen auf dem Programm. Da kann ein regelmäßiger Blick auf die Wetter-App nicht schaden. Aus gesundheitlichen Gründen muss König Charles jetzt aber wohl einen für den Herbst geplanten Neuseeland-Trip absagen, eine bittere Enttäuschung. Für ihn und Königin Camilla. Verwendete Quellen, instagram.com, ok.co.uk, express.co.uk.